爱自己。Sie hörten das Lied mit dem Titel Love von der Künstlerin Tian Fujian. Und nun geht es weiter mit Rund um die Insel und der heutigen Folge des Sprechenden Kunstmuseums. Heute stellen wir die moderne Tuschemalerei der Künstler Liu Guosong und Zhuang Zhe in den 60er und 70er Jahren in Taiwan vor. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören wieder das Sprechende Kunstmuseum, diesmal noch bis Ende Oktober. Wie bereits in den vergangenen Episoden stellen wir Werke vor, die in der Sammlung des Museums der Schönen Künste lagern und die die Mitarbeiter des Museums extra für uns ausgewählt und erläutert haben. Aus den Erklärungen ist dann eine Videoreihe entstanden, in der Sie die heute vorgestellten Werke selbst begutachten können. Die Filme zur Sendung finden Sie wie immer auf unserer Website oder auf YouTube unter das Sprechende Kunstmuseum. Dort können Sie auch die in der Vergangenheit vorgestellten Werke alle nachsehen. Heute widmen wir uns der modernen Tuschemalerei von Liu Guosong und Zhuang Zhe, die in den 60er und 70er Jahren die Techniken von Kalligraphie und Landschaftsmalerei für sich umgedeutet und damit revolutioniert haben. Die Tuschemalerei und auch die traditionelle Landschaftsmalerei, genannt Bergwassermalerei, sind in der chinesischen Kunst tief verwurzelt. Kalligraphie ist die Kunst des Schreibens der chinesischen Schriftzeichen. Mit Pinseln unterschiedlicher Dimension und einer impulsiven Pinselführung, die das geschriebene Wort selbst zum Kunstwerk werden lässt. Eine gute Kalligraphie entspringt einer tiefen Meditation und einem hohen Grad der Körperbeherrschung, und jeder Strich innerhalb eines Zeichens, so will es die klassische Schule, folgt genauen Regeln, um das höchste Ideal der Schönheit zu erreichen. Die Bergwassermalerei ist jene eindrucksvolle Tuschemalerei, die die Perspektive auflöst und Berge, Flüsse und Wolken oftmals in länglichen Wandrollen vertikal aufreiht, um die imposante Größe der Landschaft in den Augen des winzigen Menschen darzustellen. Doch in der Moderne wurden auch diese beiden Formen der Malerei neuen Interpretationen unterworfen. Besonders einflussreich sind hier die Werke von Liu Guosong, geboren 1932, der in den 60er Jahren zu einem wichtigen Vorreiter der modernen Malerei in Taiwan wurde, sowie der noch abstraktere Zhuang Zhe, geboren 1934. Beide vereinen in ihren Werken eine individuelle Interpretation der Techniken von Kalligraphie und Tuschemalerei mit einer Suche nach neuen Materialien und Medien, auf denen ihre Werke ihre ganze Wirkkraft entfalten können. Doch Genaues erfahren Sie jetzt gleich in der Vorstellung der Maler und dreier ausgewählter Werke, die für das Schaffen dieser Künstler repräsentativ sind. Heute stellen wir Ihnen die moderne Form der Bergwassermalerei, einer Form von Landschaftsmalerei in Tusche, in den Werken von Liu Guosong und Zhuang Zhe vor. Als erstes betrachten wir ein Werk des Großmeisters der Tuschemalerei Liu Guosong, der 1963 begann, sein eigenes Papier zu entwickeln, weil ihm das gewöhnliche Material nicht genügte. Er produzierte schließlich ein raues Baumwollpapier, das er Liu Guosong Papier taufte. Mit diesem außergewöhnlichen Werkzeug konnte er einzigartige Werke schaffen, die seinen ganz individuellen, besonderen Stil ausdrückten. In Reaktion auf die bahnbrechende Leistung der Mondlandung 1969 malte Liu Guosong sein Bild Spaziergang auf dem Mond, indem er mit Tuschemalerei auf die tagesaktuellen Ereignisse in der Welt reagierte. Es war nicht nur eine Antwort auf das Weltgeschehen, Liu nutzte die Gelegenheit auch, um mit der Tuschemalerei in Weltallmotiven zu experimentieren und schuf so eine neue Sprache der Malerei. Seine späteren Motive wechselten ab zwischen Sonne, Mond und Landschaftsmotiven und durchquerten und verwoben so
die Landschaften eines unendlichen Raumzeitkontinuums. Leo Gossungs wichtigste Innovation war die Revolutionierung des Pinsels, mit der er die damaligen Einschränkungen der Tuschemalerei durchbrach, bis hin zur Revolutionierung der Strichführung. Denn in der Kalligraphie ist es oft die rigide Strichführung, die die Pinselführung bestimmt. Und so hatte Leo sein Handwerk ein Stück weiter aus den Beschränkungen der Konvention befreit und den Blickwinkel der Kunst um ein neues Stück erweitert. Die Tuschemalerei Leo Gossungs beeinflusste nicht nur die Tuschekünstler im Hongkong der 70er Jahre. Sie inspirierte Mitte der 80er Jahre sogar die revolutionäre Bewegung der experimentellen Tuschemalerei auf dem chinesischen Festland. Die Sammlung des Museums der schönen Künste enthält dieses Bild Leo Gossungs mit dem Titel »Die 29. Metamorphose des Monds«. An ihm lässt sich ablesen, wie unterschiedlich Leo Gossung Sonne und Mond in seinen Bildern interpretierte. Kommen wir nun zu Zhuang Zhe. Dieser Künstler ist in Taiwan aufgewachsen und hat hier seine Ausbildung erhalten. 1958 tritt der Kalligraph einer wichtigen Künstlergruppe bei, die Mai-Gruppe. In den 60er Jahren kam Zhuang Zhe über die Kalligraphie zur Malerei und begann mit Collagen zu experimentieren. Er versuchte sich an Collagen aus Tusche und Kalligraphie, Leinwand und dem hauchdünnen Schönpapier und verwandelte so geschriebene Worte auf poetische Weise in visuelle Sinneseindrücke. Seine abstrakte Bergwassermalerei ist der Versuch Zhuang Zhes, das in der äußeren Welt Gesehene in seiner Quintessenz, seiner transzendenten Natur abzubilden. Seine kontrollierte Strichführung, gepaart mit dem wilden Winden der Farbtöne, schafft ein beinahe ekstatisches Bild. Die verlaufenden Striche berühren einander, stoßen zusammen, lassen die Grau- und Schwarztöne der Tusche fast feucht erscheinen. Dass der Maler beim Malen vertikale und horizontale Striche vermischt und zwischen enger Verdichtung und luftigem Abstand hin und her wechselt, verleiht dem Werk seine besondere Tiefenwirkung. Im Museum der schönen Künste lagern zwei von Zhuang Zhes Werken. Dieses mit dem Titel Herbst ist ein Frühwerk aus dem Jahr 1964. Die dichte, rauchige Verteilung der Tusche stellt eine abstrakte Landschaft dar, kombiniert mit einigen Schriftzeichen. Aus den 60er Jahren gibt es besonders viele Werke, in denen Zhuang den Sinn und Klang von Schrift in visuelle Darstellungen verwandelt. Das andere Werk in der Sammlung ist ein Bild aus der Baiyan-Serie aus dem Jahr 2000. Es ist ein Großformat, 1,86 Meter x 4,03 Meter. Dieses Bild ist von dem klassischen Maler Wen Zhenming inspiriert. Der Künstler übersetzt dessen klassische Naturmalerei in seine eigene künstlerische Sprache und schafft damit dieses interessante Bild. Sie hörten das Sprechende Kunstmuseum in Rund um die Insel. Die vorgestellten Bilder können Sie wie immer im Internet auf unserer Webseite oder auf YouTube nachsehen. Radio Taiwan, international aus Taipeh. Es geht weiter mit Reise durch Taiwan und Chiu Bihui, die sich heute mit Elon Huang über die Freuden des Fahrradfahrens in Taiwan unterhält. Radio Taiwan International. Reise durch Taiwan. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Reise